Sehr geehrter Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, ich fange mal ganz anders an. Also den Debattentitel könnte man auch einfach abkürzen. Außenpolitisches Versagen nicht auf den Rücken der Menschen vor Ort austragen. Naja, wir als AfD-Fraktion verstehen natürlich Menschen vor Ort anders als zum Beispiel die Linken. Also für uns sind die Menschen vor Ort erstmal hier unsere Bürger. Ja, das sind die Steuerzahler, die die Kosten der desaströsen Außenpolitik bezahlen müssen, die der verfehlten Migrationspolitik der Altparteien zu tragen haben. Und das sind die Bürger auch, bei denen zum x-ten Male eingebrochen wird. Die Opfer von Straftaten werden Sexualdelikte oder Straftaten gegen Leib und Leben, Straftaten, die auch von Flüchtlingen verübt werden. Und da muss man ganz klar situieren, dass es den Genossen der Linken hier eben nicht um die eigenen Bürger geht, sondern sie machen sich lieber Sorgen um die Leute aus der ganzen Welt. Und da, vielleicht gehen Sie da einmal in sich und fragen sich, warum Sie bei der letzten Bundestagswahl derartigen Schiffbruch erlitten haben. Aber da gehen wir mal zum Debattentitel zurück. Wenn hier eine Debatte geführt wird, die primär außenpolitisch ist, da kann ich Herrn Kollegen Anton in gewissen Punkten zustimmen, das gehört eigentlich in den Bundestag, wir werden es nicht entziehen. Und dann fangen wir mal mit dem Thema an. Und wenn wir über die Folgen des Afghanistan-Einsatzes sprechen, dann müssen wir erstmal die Ursachen und Entwicklung beachten. Es war die SPD-geführte Regierung, die 2001 den Afghanistan-Einsatz mit vom Zaun gebrochen hat. Zum Beginn hieß das noch Krieg gegen den Terror und wurde mit dem Spruch gewürzt, dass Deutschlands Sicherheit auch am Hindukusch verteidigt wird. Später war das dann der Export westlicher Werte. Wohin ist es geendet? In einem Debakel. Die internationale Gesellschaft hat in Afghanistan einen Scherbenhaufen hinterlassen und jedes Land, was mitgemacht wird, hat dort grandios versagt. Die Italiener sollten ein rechtsstaatliches Justizsystem aufbauen und sind gescheitert. Die Briten sollten den Drogenhandel bekämpfen, nichts erreicht. Die Amerikaner sollten eine afghanische Armee aufbauen. Es hat so gut funktioniert, dass diese Armee direkt nach dem Abzug der NATO-Truppen einfach auseinandergelaufen ist und wir Deutschen, wir sollten eine Polizei neu strukturieren. Auch das hat nicht wirklich funktioniert. Und das Schlimme ist, dieses Versagen war absehbar gewesen. Die Sowjets haben das jahrelang versucht. Die haben versucht, aus Afghanistan einen Satellitenstaat zu machen. Und das Ergebnis ist bekannt. Es hat nichts funktioniert. Und jetzt stehen wir vor dem Scherbenhaufen. 59 tote Bundeswehrsoldaten, 20 Milliarden verbrannte Steuergelder und möglicherweise eine anstehende neue Flüchtlingswelle. Und da wird es interessant, wenn wir da über Ortskräfte reden und immer noch diskutiert wird, wer denn jetzt eigentlich alles dazugehören soll. Sind das nur die, die dann für die Bundeswehr gearbeitet haben? Sind das auch die, die für NGOs, Stiftungen und Ähnliches gearbeitet haben? Sind das denen ihre ganzen Großfamilien dazu? Da multipliziert sich das nach oben. Oder sind das die, die uns ganz klar erklären können, dass sie zu diesen Großfamilien gehören? Mittlerweile kursieren Listen mit ca. 40.000 Personen, die angeblich Ortskräfte sind. Und mich erinnert die Diskussion ganz fatal an die Minderjährigen auf griechischen Inseln oder an die Pressebilder von Kindern mit Kulleraugen von 2015. Und am Ende stiegen junge, kräftige Männer aus Flugzeugen oder kamen über die Grenze. Und da muss ich leider sagen, also unsere Bürger haben genug von diesem Schwindel. Vielen Dank. Applaus